Du möchtest also demnächst einen Cover-Kanal auf YouTube erstellen, aber weißt nicht, welches Mikrofon du dir holen sollst? Ihr braucht in eurer Schulband eine neue Ausrüstung, die einfach zu bedienen ist und auch ziemlich günstig ist? Keine Sorge, ich habe hier was für dich. Let's go! Aufgepasst, Leute, es wird ernst. In Zusammenarbeit mit Sennheiser, dem deutschen Giganten für Kopfhörer und Mikrofone, habe ich die schmeichelnde Gelegenheit bekommen, euch das Sennheiser XSW D-Vocal Set vorzustellen, okay? An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Sennheiser für diese tolle Möglichkeit. Und ein noch größeres Dankeschön an alle Zuschauer und Abonnenten, die mir diese Möglichkeit überhaupt an erster Stelle möglich gemacht haben. Echt vielen Dank. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Damit es für alle Beteiligten klar ist, dieses Video ist ein Produktreview, okay? Das bedeutet, ich gebe euch gleich ein Feedback zum Sennheiser Vocal Set und ihr erhaltet Informationen darüber, wenn ihr vielleicht beispielsweise selber mal Musik produzieren wollt, okay? Also, was ist das Sennheiser XSWD Vocal Set? Ganz einfach. Das Sennheiser XSWD Vocal Set ist ein drahtloses Audioset, mit dem du deine eigene Musik aufnehmen, produzieren und performen kannst. In diesem drahtlosen Audioset findest du folgende Teile. Ein Mikrofon, ein Sender, einen Empfänger, ein Mikrofonclip und ein USB-Kabel, damit du alles aufladen kannst. Falls du Sender und Empfänger nicht auseinanderhalten kannst, kannst du einfach auf der Rückseite schauen. Da findest du ein kleines Mikrofonsymbol, das ist der Sender, und hier ein kleines Mischpult-Symbol für den Empfänger. Und im Notfall erhältst du nochmal solche coolen farbigen Sticker, damit du beides nochmal kennzeichnen kannst. Was mir direkt an den Komponenten aufgefallen ist, ist, dass sie nur einen Knopf haben. Diesen Knopf drückst du, dann erleuchtet eine kleine orangene Lampe und die sucht dann sozusagen den Empfänger. Dann drückst du auf den Empfänger und wenn beide grün sind, dann sind sie miteinander verbunden. Also super easy. Den Sender steckst du jetzt einmal ins Mikrofon. Zack. Und den Empfänger kannst du entweder in einen Verstärker packen oder in ein Audio-Interface. Das sieht dann so aus. Falls ihr euch gerade fragen solltet, wie groß die Reichweite von diesem Vocal Set ist, kann ich euch sagen, die beträgt 75 Meter. Das bedeutet, ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen, dass ihr keine Verbindung habt. Und wie sich das ganze Ding anhört? Hört zu! But you go, I follow. No matter how far, if life was a movie, then you're the best part. Ihr merkt also, dass das Vocal Set ziemlich einfach zu bedienen ist. Und falls euch das nicht aufgefallen ist, mein Audio-Interface ist in meinem Zimmer und ich befinde mich hier in der Küche und man hat trotzdem eine perfekte Verbindung erhalten. Ich denke, dass das Sennheiser Vocal Set deshalb so nice ist, weil es echt super easy zu bedienen ist. Also echt ein Knopfdruck und du hast direkt eine Verbindung. Das kann man direkt für YouTube-Covers benutzen oder auch wenn man selber irgendwie zu Hause einen Track aufnehmen möchte, einfach anschließen und direkt loslegen. Ich kann euch das Vocal Set also ehrlich nur empfehlen, ehrlich, weil ihr habt ja gemerkt, wie einfach es zu bedienen ist und ich denke, dass es für die Leistung, die es bietet, echt relativ günstig ist. Normalerweise, ich weiß nicht, wenn ihr euch auskennt so ein bisschen mit drahtlosen Mikrofonen und so, das ist sehr oft sehr kompliziert, vor allem mit den ganzen Kabeln. Ich bin dafür sogar zur Uni gegangen, um das zu verstehen und ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber ich denke, dass hier mit diesen zwei einfachen Komponenten, Sender, Empfänger, zack, zack, ein Knopf und hast du direkt eine Verbindung. Also ey, ich kann es nur empfehlen. Also wenn du demnächst einen YouTube-Kanal machen möchtest, auf dem du Covers nachsingst oder du in der Schule, irgendwie in deiner Schulband, merkst, dass euer Equipment nicht mehr so super up-to-date ist, dann behaltet echt das Sennheiser Vocal Set im Hinterkopf, weil wie gesagt, es ist echt nice. Und das war's auch schon mit meinem Produktreview über das Sennheiser XSWD Vocal Set. In der Beschreibung findet ihr den Link zu dem Produkt, falls ihr euch das nochmal anschauen wollt. Und hier nochmal an der Stelle echt vielen Dank, dass du dieses Video angeschaut hast. Und wenn ihr in Zukunft selber noch mehr solche Tipps haben wollt, die über das Singen hinausgehen, wie man selber seine Musik produziert, wie man Texte schreibt, welches Equipment man braucht, um solche Videos aufzunehmen oder seinen Gesang aufzunehmen, dann lasst mich das bitte in den Kommentaren wissen, weil ihr wisst, ich gebe euch echt die besten Tipps, die ich hier in meinem kleinen Kopf parat habe. Okay? In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
This is Emu, and I'm signing off. Peace.